Da gibt es eine Praktik, die nennt sich Fisting. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache, das ist klar. Manchmal, es gibt, sag ich mal, Frauen, die können ihre ganze Faust dann verschwinden lassen. Das ist eine Reise wert, sag ich mal. Ausprobieren. Gerade beim Fisting gilt, Sicherheit geht vor. Es gibt mehrere sehr schwere Verletzungen, die beim Fisting auftreten können. Dies kann zu Stuhlinkontinenz führen, ein höchst unerfreulicher Fall. Von dort gibt es keinen Weg zurück. Kommunikation und Behutsamkeit sind sehr wichtig. Wenn Sie diese Ratschläge beachten, dann kann Ihnen nicht viel passieren und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Bis dann.